Ja, Mahlzeit und herzlich Tag. willkommen zurück bei Myst Online, Urlive. Und wir sind mal wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in Minkata. Und ja, wir haben ja geloost das letzte Mal, absolut gefailt. Wir haben keine Ahnung, wir sind solche Kacknoobs. Ja, das geht gar nicht. Ja, aber Johannes hat uns einen kleinen Tipp gegeben und dem wollen wir mal heute nachgehen. Ich werde mal auch gucken, dass wir am nächsten Samstag vielleicht. Nächsten Samstag wäre der, ist schon der dritte, ne? Schon März? 28. oder welchen meinst du? Oder? Ja, nächste Samstag, 28. Ja, Samstag, 28. Werde ich mal gucken, dass wir auch den Johannes hier mit beikriegen. Und ja, auf jeden Fall hat er uns netterweise den Tipp gegeben. Wir sollten uns doch mal hier um diesen Käfig in der Mitte nochmal kümmern. Und dann nochmal um den Pudding laufen. Schon wieder. Das Kriegen wir auch Kilometergeld? werden wir dann auch mal gucken. Aber ich denke mal, wir schauen uns. Ich fühle mich auch ein bisschen beschämt, ne, dass wir das selber nicht gekriegt haben. Aber okay. Wir Kann sind halt noch passieren. Noobs. Ja. Also um den Pudding laufen. Nee, erstmal mit dem Käfig hier. Gucken wir uns erstmal den komischen Käfig an. Da bin ich ja vorhin oder das letzte Mal schon mal dran gewesen. Hab aber eigentlich bis auf das Tor hier nicht wirklich was rausgekriegt. Me too. Ich habe auch mit der Maus oder so sehr wenig. Kannst du da reinkriechen? Nee, ne. Nee. Okay, hier hängt so ein komisches Band. Können wir da dran springen? Nee. Aber im Zweifelsfall, da hängt zum Beispiel noch so eine Fahne. Ja, da hängen mehrere Fahnen dran. Ja, so Warte eine mal. Lila, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Ist das das Tor? Ah, Ah, kannst du klettern? ja. Ich hab gewundert, irgendwie, das sieht doch etwas seltsam aus. Obwohl ich hier auf diesen dünnen Stoff nicht rauf Ach, rumlaufen würde. Gerne, aber. lul. Aha, ich habe Grafikfehler. Ja, jetzt sind wir hier oben und. ja, und ich habe hier immense Grafikfehler. Wir Wow, das sehen sieht alles hier etwas seltsam aus. Fahnen im Wind. Ja, der ist ein bisschen dünn, die Textur. Ja, das ist aber auch. Das ist fraktal. Sieht nicht schön aus, nein. Gar Nope. nicht. Jetzt sind So, wir hier okay. oben. Weiter. Ja, warte das mal ab. Wir sind jetzt hier oben. Die Fahnen, ja, das Ah, könnte guck mal man. hier. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. Na? Da ist ein Symbol auf dem Ding, ja. Ja, looking. Da ist eine Dingens weiter als. Eine Ding ins Weiter als. Ja, hier von dem Stern. Achso, ja, stimmt, ja genau, in welche Richtung das geht. Wie mit in dem Buch, die ganzen Anzahl Angaben, die wir da auch hatten. Die ja Ja, neben das ist dem richtig. Das ist Weltbuch richtig. liegen. Konnte ich aber auch nicht zuordnen. Auf jeden Fall geht der hier Zur roten Fahne. zur roten Fahne. Und auch alle drei Fahnen wehen auch in die Richtung, davon mal abgesehen. Die hier oben dran Von sind. dem. Ja, das ist durchaus korrekt. Vielleicht müssen wir einfach in die Richtung stumpf laufen, dass das wirklich Meterangaben sind in dem Buch. Ja, ich habe jetzt aber auch nicht mehr. Ich wollte eigentlich eine Screenshots machen von dem Buch, aber. Ja, das solltest du lieber nicht jetzt machen. Das wäre ein wenig einschläfernd, glaube ich. Ja, es ist. Also, so erstmal die Richtung scheint ja erstmal. Richtung rote Fahne. Ja, rote Fahne durchgehend oder rote Fahne weiter? Oder mit dem Wind zu den beiden Grünen, die da hinten stehen, ist ja auch wieder so eine Sache. Dafür bräuchten wir eigentlich das Buch. Also ich würde immer sagen, von hier aus gesehen, gerade durch zur Beine roten gebrochen. Fahne. Einfach mal hier stumpf die Richtung durchlaufen. Wenn ich jetzt gucken, dass ich zumindest auf der.
Das ist natürlich das Schöne, wenn du hier diese Fußspuren hast, kannst du dich ausrichten. Soll dann mal doof einfach mal hier durchlaufen. Mir fällt auch gerade auf, dass der Stein, der da drin ist, der guckt in dieselbe Richtung. Der Stein? Ja, da ist in einem Käfig. Es ist so ein Stein drin, der guckt in dieselbe Richtung. Achso. Also mal erstmal schauen, ob es hier so in der Richtung hier erwartet. Na, das könnte jetzt ja dieses um den Pudding laufen sein. Willkommen beim Wandersimulator 2015. Ja. Das ist aber schon, das ist schon knackig irgendwo, ne? Das ist schon. Ja gut, das mit dem da hochklettern, da hätte man vielleicht auch drauf kommen können anhand dieses der Seile, wie die angeordnet sind schon, ne? Ein wenig. Habe ich aber auch nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Da könnte man jetzt natürlich sagen. Man könnte die Schritte zählen. Das können aber auch Schritte sein, ne, was in dem Buch steht. Ja. Ist aber auch sehr vage, ne? Weil ja, das ist. Vielleicht ist es aber auch Fuß. Fuß, sagst du. Kann ja auch sein. Ich weiß ja nicht, was für eine Maßeinheit die hier benutzt haben, die Dinny. Wie Sie sehen. Sehen Sie hier in dieser Richtung recht wenig. Das ist überschaubar. Das ist sehr überschaubar, was hier kommt. Immerhin recht groß, ne, die Map. Ah, also. Ich meine, da hinten ist eine. Ich meine, da habe ich eine Fahne gesehen. Bist du sicher, dass das vielleicht nicht deine ist vom Vorabend? Ja, da. Nee, hier ist was. Hier ist was. Hier ist was. Sehr von, dass du immer verschleierter wirst und ich dich gleich nicht mehr sehe. Ah, hier ist was. Ich hab dich verloren. Oh nein. Ja, da, ich sehe auch so ein Pearl in der Luft stehen. Ja, ja. Hier ist eine Fahne. Ah. Ah, okay. Dann waren das bestimmt, also gefühlt, weiß ich nicht, waren das jetzt Meter? Könnte hinkommen, oder? Gefühlt? Von der Laufentfernung? Weil da stehen ja auch wieder Zahlen drauf. Ja, jetzt müsste man natürlich. Das wäre natürlich jetzt schön, wenn man dieses Buch hätte, ne? Ja. Weil nämlich dann könnte. Ah, warte mal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Zahlen. Zugehörig zu der Richtung des Buches. Weißt du, wie ich meine? Du meinst eine Gradangabe. Nee, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja dieses Buch, ne? Und du hast ja die Zahlen da drin. Und zu jedem Zahlenkombination gibt es ja hier diese Windrose. Und diese Windrose sagt ja eigentlich auch die weitere Richtung an, theoretisch. Mhm. Nur da müssen wir natürlich gucken, inwieweit dann. Die wehende Fahne in Bezug auf diese Windrose zählt. Das Ding ist, ich glaube, die Fahne weht wieder in Richtung zurück, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, die wehen in dieselbe Richtung wie der wie die Windrose da gezeigt hat. Glaube ich. Wir können einfach nur mal in die Richtung laufen. Sache, der Wandersimulator. Ja. Ja, was anderes bleibt uns ja nicht übrig, ne? Zumal wir ohne das Buch sowieso nicht weit kommen, glaube ich. Ja, dann einfach nochmal die Richtung, ne? Auf den Fahnenwind. Du läufst gerade zurück. Achso, du wolltest weitergehen mit dem, gegen den Wind quasi laufen. Ja, sonst laufen wir ja zurück, ne? Also hast du das doch bemerkt, was ich meinte. Irgendwann werden wir dann wahrscheinlich entweder zum Ende des Levels kommen. Oder wir kommen hier, oder passiert das gar nichts. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal das Buch zu studieren. Ja. Eingehendst. Aber die Idee mit dem Draufklettern, das war schon mal nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall die
Die Richtung ist schon mal die richtige. Ob das hier vielleicht aber jetzt so richtig ist. Ja, das weiß ich ja nicht. Zumal diese Oberflächenmitesser auch weniger werden. Ja, richtig. Und irgendwann, entweder kommen wir auf der anderen Seite wieder an, oder? Das wäre natürlich pfiffig gelöst dann, ne? Auf jeden Fall wird's, die Sicht wird schlechter. Deutlichst. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was der AV sein soll. Das ist ja abartig. Er sieht ja fast gar nichts mehr. Ja, richtig. Keine Nebelscheinwerfer? Oh ja. Das ist, ich glaube, das ist so ja. Levelgrenzemäßig pfiffig gemacht. Ich glaube, da dreht sich jetzt gerade auch, oder? Nee. Ich glaube. Dreht sich das? Alter. Jetzt siehst du einen Meter nur noch vorher die Pimpel da auf dem Boden. Ja, ich sehe dich auch nicht mehr. Ist das fies. Nee, ich glaube, das ist einfach eine sehr clever gelöste Levelgrenze, glaube ich. Ja. Ich glaub, ja gut, ich reiß nochmal eben zurück und. Ach, willst du mich hier zurücklassen? Im Nichts. Ja. Ich reiß nochmal zurück und guck mir nochmal das Buch an. Ich laufe einfach mal weiter, mal gucken, was passiert. Jetzt sehe ich gar nichts mehr übrigens. Ich sehe in der Außenansicht nicht mal mehr mich. Jetzt muss ich erstmal gucken, was war denn das Buch für den. Nein. Wie kommen wir denn da nochmal hin? Das Buch war in der Bibliothek bei dem Dingsbereich. Ja. Im Social-Bereich, ne? Ja. Das war das in dem anderen da. In dem gesplitteten. Obwohl, Private und Public Gedöns. Ich könnte theoretisch aber auch über den Nexus hin. Jo. Müsste ja gehen, ne? Das, Jo. Ja, ich glaube, das ist einfach nur eine sehr clever gelöste Levelgrenze. Hier so, geht dann nichts. Mal gucken hier. Ach, aktivieren. So. So, Private Links. Teledan ist das nicht. Das ist Personal Links. Wie heißt die? Wie heißt es halt was mit denn? D war das. Aegura. Oder so. Gucken. Warte. Aegura. Urukavan. Also unter City Locations sollten da eigentlich welche auftauchen, wie Library Courtyard, Ferry Terminal, The Watchers Pub. Ich glaube, das sind die Dinger. Ja, ich habe nur Ferry Terminal, The Watchers Pub und Kirel. Ja, dann kannst du auch zum Ferry Terminal gehen, das ist dieselbe Bereich. Okay. Ich gehe mal direkt zur Library, weil ich habe direkt einen Link dafür. Ferry Terminal, okay. Si, Signore. Das ist doch etwas advantaged. Im Zweifelsfall müssen wir dann nächste Woche bitten. Wir haben das vielleicht lösen. Ja, wir schaffen das schon. Ferry Terminal. Ah, okay, ja, Ferry Terminal, yes. Yes, yes. I see, da muss ich wahrscheinlich hochlaufen, ne? Ja. Vielleicht haben wir da auch gerade einen Fehler gemacht. Meinst du? Weil im Buch hat die Kompassrose immer einen fixen Nordpunkt. Und dann sind da grüne Striche, die dann woanders sind. Und der Nordpunkt ist dieser lange Strich. Ich muss erstmal hier wieder das Ding finden, ja. Aha. Hier kommt man nochmal Screenshots machen. Gut, 5, ne? So. Jetzt bin ich erstmal schon mal wieder oben. Oh, du bist im selben Age. Dann sollten wir uns gleich sehen. Wo bist du? Denis Aigura. Ich bin bei dem Ding schon. Ach so. Ich musste erstmal wieder. Aber zumindest stehst du da Age Players bei mir drin. Ach, ich sehe wieder. Ich sehe nichts. So, was? Falsche Seite? Warum komme ich da nicht hoch?
Ja, toll. Der Screenshot Maker, der funktioniert ja echt super. Mich gar nicht. Benutze doch einfach hier dein Link-Ding. Link-Ding. Ja, hier F2 und dann drückst du auf dem Auge und dann macht er eigentlich auch einen Screenshot. Sollte Ja, er wenn das Buch zumindest. auf ist, geht das aber nicht. Ach so. Ja, dann machst du einfach drucken. Und Kannst auch führst. abzeichnen, das genau. Kurz Ja, das wäre, abschreiben. glaube ich. Ist ja nur kurz eine Rose zeichnen, grob, und dann Zahl und Strich, wo die andere hingeht. Dürfte ja eigentlich auch gehen. Ja. Man ist ja flexibel. Ein bisschen oldschool hier, Zettel und Stift. Weißt du, Ja, ganze moderne dann mache ich bei. Krimskrams hier, das braucht man Ja, nicht. bei Riven mache ich das auch meistens. Riven Mist habe ich das auch gemacht. Aber das. Ich hab mal auf die Systemanforderungen geguckt, ne? Für Myst 3 und für Myst 4. Also Myst 4 wird wahrscheinlich schon wieder so 3D-mäßig sein. So in der Richtung zumindest. Weil Myst 3 ist noch 46 und 480 als Auflösung. Das, Nicht gut. ja, kommt übrigens auf meinem Kanal dann nach der Riven-Geschichte dann halt Myst 3 und Myst 4. Die habe ich mir mal noch zulegen können. Weil das ja von. Nicht von Cyan released wurde, sondern von Ubisoft. Ja, ich sehe ich. Ja, oh, das funktioniert. Ja, hervorragend. So. Dann lass mich auch mal in diesem Buch reinlunzen. Ferkel. Du stehst da vor. So. Ja. Ich weiß zwar nicht, was die Zahlen dazu bedeuten haben, aber zumindest die. Sag mal so, wenn das Meter wären, dann hättest du auf jeden Fall einiges an Weg vor dir, wenn du mal die Seiten umblätterst. Aber das bezweifle ich eigentlich. Also wenn man sagt, okay, das ist immer Norden, Scheint und so. wir davon ausgehen, dass der lange Strich Norden ist. Sind wir gerade falsch gelaufen? Das wäre gerade falsch gelaufen. Aber dann müsste das theoretisch dann Norden ausgerichtet sein, ne? Gehe ich von aus, ja. Ja, dann weiß man zumindest, da ist Norden. Ne? Da ist dann Norden. Und dann müsste man sich nach der Fahne halt richten. So meine Meinung nach, ne? Also was auf der Fahne steht, von da aus muss man halt in diese Richtung laufen. Was dann eventuell problematisch werden könnte, weil man keine Ahnung hat, wo wirklich Norden ist, wenn man da irgendwo in dem Sandsturm steht. Außer natürlich die Fahnen haben, also die Farbe der Fahnen sagt die Windrichtung aus. Dass man da zumindest einen Ansatzpunkt hat. So. Windrichtung wird schwierig, weil bei dem Käfig sind die ja auch alle in dieselbe Richtung geweht haben tun. Oder so. Deutsche Ja, Sprache, aber die waren Schwierigkeit. doch alle gleichfarbig, oder? Nee, das waren drei unterschiedliche Farben, Kollege. An dem Käfig oben, die da waren. Das waren drei unterschiedliche Farben. Okay. Schreibe mir auf jeden Fall gerade mal eben diese Nummern auf mit den Zeichen, die auf der ersten Seite sind. Die. Alter, wenn ich mir das Da mache nochmal. ich's, dann mache ich's im Moment, dann mache ich's mir, glaube ich, etwas einfacher, dann mache ich Screenshots. Ja, ich glaube, das ist auch einfacher. Schnipping Tool und zack, und da haben wir zum Beispiel das erste. Also müssen wir Downloads nehmen hier 001 und Ah, er hat umschalten. beide Monitore kopiert. Das ist ja toll. Ja, Windows Schnipping Tool ist da gar nicht mal so schlecht. Tja, wenn man aber nicht im Fenster spielt, dann geht das schlecht. Ja, das ist korrekt. Naja, ich kann aber auch einfach das ausschneiden. Brauche ja nur das kleine Stück. So, ich möchte gerne Fenster Vollbild ausschneiden. Ach nee. Zack. Ah, das ist jetzt ein bisschen Alter Wahnsinn. 302.
geht nicht. So. Und rüber. 003. Ich glaube, das ist dann das letzte. Ja. Schnipping Tool. Och. So. So, jetzt habe ich eigentlich alle vier Seiten kopiert. Ja, dann lad die mal hoch. Ich glaube, das ist alles. Ich soll die hochladen. Ja, das geht schneller und einfacher, als wenn ich hier jetzt die Dinge alle ausschneide mit Paint und hast du nicht gesehen. Achso, also, machst du mal. Oh, okay. Dateibrowser öffnen, werde ich dann einfach mal hochladen aus dem. Jupp. Sind im TeamSpeak. Alle Seiten? Also das Doppelseiten. Alle Seiten. Kopieren. Ja, Doppelseiten kopieren. So, jetzt werde ich die mal eben öffnen. So. Alles klar. So, ich habe es jetzt auf dem zweiten Monitor in Vollbild. Ja, so arbeiten wir professionell mit Windows Snipping Tools. Man hätte natürlich jetzt auch die einfache Möglichkeit wäre jetzt, sich bei Google die Lösung rauszusuchen, aber es ist ja lame. Das ist ja eigentlich lame. Ne? Dann machen wir das lieber auf die unkonventionelle Variante. Benannt, habe ich so das Gefühl. Vor allem fehlt da die erste Seite, du Vogel. Die ist da drauf. Nee. 001 ist die erste Seite. Nee, das ist nicht die erste Seite. Das vergesse aber mal. Warum ist das nicht so die erste Seite? Nein, ist es nicht. Das ist Seite 2 ist es. Das ist die erste Seite. Dann kriegst du halt noch ein Bild mit 000 dann. Die erste Seite hat nur die 4 und die Ziffern oben mit der Fahne und so drauf. Guck, so jetzt habe ich das so gespeichert, dann mache ich da 000 raus. So, und jetzt hör auf hier rum zu jammern. Jetzt kann ich nicht arbeiten, wenn ich so halbe Sachen kriege, weißt du? Was sollen die Zuschauer denken? Dass du nichts kannst, wie immer. So, jetzt aber. Jetzt hast du alle Seiten. Ja, Firma dankt. Warum nicht gleich so? So, ich muss halt eben nochmal separat hier. Ach, geht doch. Geht doch. In einem neuen Ordner packen. Min Jung, geht doch. So. Alles klar. Jetzt hab ich's ja. Ja, dann gut, ich gehe schon mal wieder zum Nexus, gesehen, ne? Egal. Wieso kannst du... Ja, gut. Das wird wahrscheinlich wieder nicht gehen. Ja, gut. Das kennt man ja. Nee, dann gehe ich... Geh über das Buch. Dann gehe ich von hier rein. Durch das Buch. Vorne ist ja direkt ein Nexus-Buch. Ja. Nicht so wild. Wie? Nix wild? Wilde Hilde. Ich warte auf dich oben auf dem Turm. Roger. Und das ist echt, ey, dass man da so draufklettern kann. Ja, da habe ich auch nicht drauf geachtet. Nee, nicht wirklich. Jetzt so im Nachhinein sieht man aber, dass es eindeutig ist eigentlich. Ich bin alle davon ausgegangen, dass das ein Tor ist oder so. Nicht zum Hochklettern. So, jetzt. Okay, also die wählen alle in eine Richtung. Die Grünen fahren wählen. Das ist euch doch. Ja, auf dem Turm zumindest. Alle in eine Richtung. So, also wir haben jetzt hier die Rose und das wäre Norden. Dann. Das heißt, die Fahne weht. Also gehen wir es mal von aus, das wäre wirklich. Die da hinten ist die erste auf Halbmast, die orangene. Wo? Da. Wenn man danach geht, dass der Nordpfeil ist und der erste mit 360 da hinten hin zeigt, dann ist das die Halbmastfahne. Die orangene. Echt? Die orangene hat nämlich auch Nummern drauf, soweit ich weiß. Nee, eigentlich nicht. Doch. Das wäre, die orangene würde hier quasi auf 90. Was? Das ist nicht 90, das vergesse aber mal. Nee, das wäre aber dann die nächste. 90 wäre hier, wo der Knochen ist, direkt. Das ist nicht die Fahne. Die wäre. Warte mal. 511. Auf der ersten Seite.
Na gut, ne, die Orangen ist es auch nicht. Das ist eher die dahinter noch weiter. 511 wäre die erste. Das ist nicht die Wenn erste man Seite. Mein Gott. Schon wieder auf Seite 2. 001. Der 000 ist die Ja. erste Seite. Ja, richtig, aber nur diese orangene Fahne wäre 00, Seite 00, also Bild 001, die Nummer 511. Wenn man hier von aus dem Ding auch von ausgeht, weil die nämlich zwischen den, oder? Wenn ich mich da so drauf stelle. Nee, die ist noch weiter da. Zwischen. Ich weiß nicht, ob man das so interpretieren kann. Ja, ich auch nicht. Also, definitiv ist das hier Norden. Ge sind wir da uns einig? Also, ne nehmen wir davon an, dass es Norden ist. So, das ist, wäre jetzt hier Norden. So, das heißt, diese Fahne hier vorne wäre Norden. Knack, knack, Beine gebrochen. So, auf dieser Fahne steht jetzt eine Zahl drauf. 125. Ja, richtig. Das steht ja auf der ersten Seite, 000, oben links in der Ecke. Die beiden Symbole, eine Fahne und 125. So, das heißt, theoretisch müssten wir jetzt, wenn man davon ausgeht, dass das hier wieder zurück ist, müssten wir. Ja, davon gibt es aber kein Bild, ne? Wovon? Von 125 gibt es keine Kompassrose. Weiß auch nicht, ob das da von den anderen überhaupt sowas gibt. 625. Hallo, ihr von View? Hallo? Auch nicht, dass du abgeschmiert bist. Du Mistding. Na. Ich glaube auch nicht, dass diese Zahlen, die da drin stehen, was Das mit den ist. Zahlen auf den Rosen zu tun haben. Warte mal. Entweder bilde ich mir das nur ein oder ich erkenne ein Muster. Du Ja. kennst ein Muster. Wenn das wirklich so ist, ist das ganz schön kompliziert. Ja, achte mal. Mach einfach mal Just for Fun. Nimm mal auf Seite 000 die erste Rose und folge dem grünen Strich. Und von da aus folge immer nur den grünen Strichen. Dann fällt dir das, glaube ich, auch auf, was ich meine. Also, Immer die nochmal. Bilder verteilt. Immer nur den grünen Strichen folgen. Auf den Bildern. Auf den Bildern den grünen Strich. Warte, ich mache das mal so, dass die, dass alle das sehen können. So. Auf den grünen Strichen folgen. Seitenübergreifend natürlich, ne? Weil auf der ersten Seite 00, da zeigt auch der grüne Strich von oben rechts auf die 625. Wenn du mal drauf achtest. Also das macht bei mir fast den Eindruck, als ob diese grünen Striche... 625. Ja, auf der Notiz in der rechten oberen Ecke. Du meinst den Strich der Fahne oder die Fahne 360. Nein, wenn du den grünen Strichen folgst, zu jeder Rose. Ja. Was passiert dann oben rechts in der Ecke? Da zeigt der doch auf die 625, oder? Auf die Notiz Wenn man oben am davon Rand. aus, wenn man da, ja, wenn man davon ausgeht, dass der bei 125 startet. Ja, und man dann einfach das den Rosen folgt und das auch seitenübergreifend. So sieht zu, macht zumindest den Eindruck. Nur das sieht. Also 125 auf die 360, dann auf die 420, dann auf die 442 und dann auf die 556 mal, also und dann auf die 625. Ja, allerdings, wie es da dann weitergeht, weiß ich nicht. Aber wenn du mal unten guckst, die 3125, die steht zwar so da, aber auf Seite. Welche Seite war das? Hier, Seite 3.
Da ist unten links in der Ecke die 196, die zeigt nach unten rechts zum Beispiel. Das wäre dann die Position von den drei, von der 3-1, der zweite Seite schon auch, die 5-1-1. Ja, ist nur eine Vermutung. Ich kann da auch total falsch liegen. Ja. Aber wo ist die 125? Du stehst gerade an der 125, ne? Ich stehe jetzt an der 125, ja, richtig. So, wenn wir davon ausgehen, dass das Norden ist, in die Richtung jetzt, wo ich gerade hingucke. So. Das ist Norden. Und 125 geht's zu den grünen Fahnen. 360, wenn wir mit dem Wind gehen. Ja gut, dann erübrigt sich das schon, wenn das eh nach dem Wind geht, weil dann kann man auch von 625 auch weiterkommen. Das ist klar. Ich probiere das mal eben, warte mal. So. Ich folge. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese beiden oder eine davon die erste Sil Kompassrose ist. Es müsste das ja 360. Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass die Fahnen alle in dem Wind drehen, wie sie auch auf dem Buch eingezeichnet sind, dann sollten wir eigentlich immer nur den wehenden Fahnen folgen müssen, theoretisch. Dann Die würde es zu haben aber 420 gehen. keine. Der Norden ist da. Also ne, die gucken jetzt auch eigentlich nach Norden, die Fahnen. Das kann nicht passen. Oder sind wir jetzt schon bei 420? Das passt aber auch nicht. Oder würden die nach Westen zeigen? Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur De? dumm an. Wahrscheinlich. Komm, ich Also habe das einen ist Norden. Lösungsansatz, nicht so wie du. Ja, die Richtung wäre Norden. So, aber warum willst du jetzt wieder nach Norden laufen? Weil ich es kann. Nee, wir sind doch falsch gelaufen. Wenn du jetzt sagst, Ja, okay, ich laufe auch lassen ein wir bisschen nochmal zurück schief. zu der 125. Wenn wir jetzt die 125 nehmen als Ausgangspunkt. Gut, ich bin so danach gegangen, in welche Richtung die weht, ne? Ja, richtig, richtig. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die 125 hier ist. So, wir haben jetzt hier, da ist Richtung Norden. Jetzt machen wir das immer nämlich tricky hier. Machen wir das mal tricky, so. Und dann werden wir die mal rotaten. Und zwar counterclockwise. Counterclockwise ist so rum. So. So. Wo war ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Ich weiß es nicht. Wolltest sie rotieren und dann was gucken. Ja, genau. Ich wollte die rotieren. So, wenn ich jetzt nämlich das so gucke. Die 125 würde jetzt nämlich eigentlich auf die 360 zeigen, und zwar schräg darüber zu der ersten, zu der Fahne, theoretisch zu der hier. 625. Ja, genau, das müsste diese Fahne sein. Ich glaube, 625 ist die linke Fahne, die orange auf Halbmast. Ich glaube, das ist die. Oder die dahinter. Gott, ist das kompliziert, ey. Ja, leicht kann ja jeder. Ja, richtig. So, das ist eine blaue Fahne. Ja, die hat keine Bezeichnung. Oh. Ja. Ich glaube, wir stehen hier auf dem Schlauch.
Setz doch mal ein bisschen dein Gehirnschmalz ein. Kann doch nicht wahr. Oh, warte, warte. Oh, nee. Ja. Jetzt habe ich mir das Bild. Ah. Fenster schließen. Ich habe mir gerade die Bilder geklaut. Jetzt verdeckt gerade mein Explorer. Also, warte. Nee, meine virtuelle Maschine verdeckt mir gerade alles meine. Das kann doch nicht sein. Ja, doch. Das kann doch nicht. Da muss ich die virtuelle Maschine mal kurz klein machen. Zack. So. Und die VM wieder groß. Nein. Ganz groß. Ach, ist das ein. So, Downloads. Jetzt. Neuer Ordner. PG. So, da habe ich jetzt wieder das Bild. Das kann aber doch. Das ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde daraus auch nicht schlau. Und diese grünen Pfeile, die sind ja teilweise nicht genau auf die Markierung ausgelegt, sondern haben auch Millimeter Versatz und so. Und ohne Kompass, wie willst du das hinkriegen? So zu laufen, und wenn du so Entfernungen hast, das ist ja. Irgendwas machen wir da falsch. Wieder mal. Ja, das. Ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig, als auf Unterstützung zu warten. Ja, warte. Warte. Nochmal. Jetzt muss ich das nochmal. Wo ist jetzt dieses komische. Hä? Die Richtung ist richtig. Nochmal zurück. Nein, die Richtung, ja, die Richtung. Richtig. Die ist richtig. Nochmal hier, nochmal drauf hier. Schwierig. Aber nicht unmöglich. Ich habe auf jeden Fall ein Puzzle gefunden, ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil. Ja, hier liegt nämlich ein Knochen mitten in der Pampa. Und der wird hier nicht umsonst liegen, glaube ich. Also. Da bleibt mir echt nur die.
Warte mal, 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 warte mal. So. So, das ist die 125. 125. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht wirklich, ich bin nur am Raten gerade. Ja, ich weiß auch, ich habe keinen Plan, wofür diese... Ich weiß auch nicht, was das wirklich sein soll. Diese, wenn man hier so mal reinzieht. Oder auch nicht. So, wenn ich das jetzt nochmal hier so reinziehe, was diese Zahlen darauf bedeuten sollen, weil es ist definitiv, ich weiß nicht, das können Schritte sein, das können Sekunden sein, das können Meter sein, das ist ja verwirrend. Ja, richtig. Das ist, vor allen Dingen gar nicht, welche Richtung. Ob jetzt mit Wind, gegen Wind, hast du nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wir machen für heute mal vier Feierabend. Und hoffen, dass uns mal nächste Woche noch hier ein bisschen mehr so der Einblick Offenbart wird. gewährt wird, weil ich stehe absolut auf dem Schlauch gerade. Ich habe keinen Lösungsansatz, eigentlich gar nicht. Null. Das ist, vielleicht fällt es mir auch, weiß nicht, morgen beim Duschen ein, aber im Moment gar nicht. Null. Na Oder die gut, Lösung kommt im das. Schlaf. Ja, genau. Ja, sorry, dass wir nicht weiterkommen, aber es ist wirklich knackig. Das ist wirklich Oder wir knackig. sind doof. Das kann man sich Wir sind aussuchen. doof. Wie gesagt, nächste Woche dann vielleicht mit Unterstützung. dem Johannes. Ich werde mal die Woche mich drum kümmern. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wieder, tschüss.